zwar sehr viel. Ja? Nee, da war es aber auch nicht nass. Aber stimmt, das ist jetzt. Könnte sein, dass es seitdem ich die LEDs eingebaut habe, vielleicht. Hast du es geändert? Ja, so richtig. Stimmt. Das Grüne ist ja auf der Bahn kaputt gegangen einmal. Muss mal gucken, dass es nicht irgendwie zum Carbon-Kontakt geht. Deswegen habe ich vorne auch noch was wieder gepackt. Wofür geht bei dir ein Motor 2 ein? Ja genau, ich habe mich vom Motor 1 in Strom. Ich habe neulich ein Video gesehen, da hat einer gesagt, hier, der hat sich das so gemacht mit dem selbstklebenden Velcro-Band da an die Morbius gemacht und das ist genau das gleiche, als wenn du das mit den Gummidingern hast. Weil wenn du die auf den Gummidingern hast, fliegt die Kamera ja mal weg und mit diesem Double-Sided Velcro, da bleibt die dann dran hängen beim Crash. Man sieht, wie hoch diese Gummiplättchen da weglässt und die Platte. Ja, aber da ist die GoPro ja dann, oder die Movies direkt hier aus dem Carbon. Genau, und durch dieses Double-Sided Velcro, also der meinte sowieso, das sind so hohe Vibrationen, die machen fast gar nichts. Werde ich auf jeden Fall mal testen, weil Movies ist schon bestellt. Ja. Ja, aus Banggood EU. Da sind 10 Tage da mal geschaut. Da kann man ja dann auch noch ein bisschen was einstellen, ne? Habe ich gesehen von Schöni. So mit dem HDR und so, dass man die ein bisschen besser, die Aufnahmen ein bisschen besser wird. Also auf jeden Fall eine Software und dann ja, genau. So, halt mal. Das sind mal zwei Filmoptionen, also du kannst zwei verschiedene Setups einstellen. Genau. Finde ich ganz gut. Und dann halt die mit dem White
Ja, das blinkt erst durchgehend. Das ist da, wo man es liegen lassen soll, sozusagen. Das ist der Gyro dann nochmal kalibriert. Und danach blinkt es so einzeln. Und dann kann man halt scharf machen und dann blinkt es nochmal anders. Weiß ich nicht. Ja, deswegen. Ich habe ja zu Hause auch noch einen Servo-Tester, damit kann ich das ja auch mal testen. Das müsste ja dann auch gehen. Und zwei S-Akkus habe ich auch, das kann ich auch mal anschließen. Nee, vor allem kannst du den auch nicht holen, weil dann reißt du die Hose kaputt unten. Fenster rechts ist doch auf. Ja, sind zwei kaputte. Die Sonne ganz fies. Oh, Scheiße. Hätte sie noch gepasst. Ich hab verloren, ey. Ja. Manchmal gehen sie aber auch wieder an. Irgendwie. Warum? Da meistens gehen sie wieder auf. Hatte ich noch überlegt, ob ich den Huawei King anschreibe und so. Ne? RMA ausbilden und ein Video machen, nö, kein Bock, wegen 3 Euro. Die von Hami ist ja auch etwas anders. Ne? So. Der Hauptsache die LED von Hami. Ja, aber 18 Watt hat er entschieden. Ja, ja, genau. Das ist schon okay. Ja,
Akku hat auch noch genug, sag? Jo. Ja, das ist schon. Jetzt hier mal anschließen. Zeigt ja auch, was da die Probleme macht. Jetzt kannst du noch nicht atmen? Also anscheinend? Nee. Wollen wir nochmal versuchen, aber das funktioniert nicht so gut. Das ist ja noch ein Quellzeichen. Das blinkt so ganz langsam grün. Dann müsste er jetzt anfangen, so schnell zu grün zu blinken. Ich kann jetzt auch nicht sehen, ob das was bringt, wenn ich die Food-Mode switche, weißt du? Das kann ich nur am Computer ja sehen. Hast du das mal probiert mit deinem iPad oder mit deinem Tablet? Ach so, nee, noch nicht. Das war noch. Aber ich glaube, es gibt da keine richtige Software in dem Google Play Shop. Keine offizielle irgendwie, nur so eine ganz komische, das müssen wir mal genau gucken. Aber wenn man da was einstellen kann, ist ja auch schon mal die Game-Werte und so. Regen und Sonne gleich. Die Kamera nicht, ja. Ah ja, die läuft auch immer noch.